Wenn ihr den Boss Megaera, Megara, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, engagen wollt, denkt dran, im Raum zuvor hier oben sind jeweils drei Mobs. Die sehen aus wie betende Mogus. Die müsst ihr unbedingt, bevor ihr diesen Kampf beginnt, umkloppen. Dahinter steht dann so eine Glocke. Da müsst ihr drauf gehen. Wenn ihr diese drei Glocken kaputt gemacht habt, dann erst erscheint Megara bzw. seine Köpfe. Und ansonsten könnt ihr den Boss dann auch starten. Es gibt drei Köpfe: Eis, Feuer, Gift, was für diesen Kampf solo auch wieder vollkommen irrelevant ist. Ihr seht, ab und zu tobt Megara. Das heißt, es wird ein Angriff gestartet, wo immer ja so Partikel auf euch zufliegen. So wie jetzt hier. Ihr seht, beginnt zu toben und alle Köpfe spucken was auf mich drauf. Das war früher eine sehr heftige Phase, weil sehr viel Damage reinkam. Mittlerweile vollkommen irrelevant. Wir kloppen einfach weiter durch und ihr seht, es macht so gut wie gar keinen Schaden. Einziger Nachteil: während dieser Tobenphase gehen die Köpfe nicht kaputt. Erst wenn die Phase rum ist, dann sterben die Köpfe. Ansonsten, um Megara zu besiegen, und er tobt schon wieder, müsst ihr insgesamt mehrere Köpfe besiegen. Ich glaube, es sind sieben, neun, irgend sowas in dem Dreh. Ihr seht hier eine Live-Anzeige von Megara komplett und dann hat jeder Kopf nochmal eine eigene Lebensanzeige. Für jeden Kopf, den ihr besiegt, geht was von dieser Zahl herunter. So, nächsten zwei Köpfe. Und beginnt wieder zu toben. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich hier mich den richtig spiele. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass diese Tobenphase so oft kam. Aber ansonsten, es macht nicht viel Schaden, wenn wir mal im Kampflog gucken. Ja, da kommt so gar nichts an Damage rein. Und es ist eher mit viel Downtime verbunden, dieser Fight. Also pro, sag jetzt mal, Doppelkopf gehen hier 5 Mille vom Life runter. Das heißt, wir müssen jetzt noch zwei Köpfe wegsmashen. Ich mache jetzt mal nur den einen. Mal sehen, was dann passiert. Und dann ist der Boss down. Zwei Köpfe noch, wir sehen es hier. 10 Mille Life hat er noch. Der feurige Kopf müsste jetzt gleich down gehen nach dem Ende der Tobphase. Ich, na okay. Scheint richtig zu sein. Jetzt hat er noch 5,14. Und wir gehen auf den letzten Kopf drauf. Zack. Und danach ist der Kampf auch schon geschafft. Ganz easy. Aber ich glaube, ich kann mich wieder erinnern, wenn der Kopf auf 0 ist, hört er auf zu spucken. Ja. So, und da ist der Boss down. Megara. Vergesst nicht, Loot gibt's hier in dieser netten Truhe. Natürlich wieder nur Zeug, was man nicht gebrauchen kann, wie das immer so ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Boss, Jikun.